Ich zeige euch jetzt einen herzhaften Snack, der ist perfekt für unterwegs oder für die Reise irgendwie. Aber das Tolle ist, man kann ihn auch ganz gemütlich zu Hause essen, wenn man faul auf der Sonnenliege liegt oder aber auf dem Sofa. Und zwar Rote Beete Bacon Muffins. Die gehen ganz, ganz fix und diese Zutaten braucht man dafür. 50 Gramm Dinkelmehl, 150 Gramm Mehl, 50 Gramm Haferflocken, 2 Teelöffel Backpulver, 3 Eier, 250 Milliliter Joghurt, 4 Esslöffel Olivenöl, 200 Gramm rote Beete, 100 Gramm Baconwürfel und 1 Esslöffel frischen Thymian. Das Problem ist bei der roten Beete wirklich, wenn irgendwo die Farbe raufkommt, aufs T-Shirt, auf, weiß nicht, auf die Hose oder sonst wo, die Farbe kriegt man nie wieder raus. Und das Gleiche passiert auch mit den Händen. Wenn man rote Beete bearbeitet, hat man nachher so verfärbte Finger. Das geht nur ganz schwer wieder raus. Da muss man wirklich stundenlang in der Badewanne liegen oder sich mit Zitrone einreiben. Alles Mögliche. Aber es gibt ja Handschuhe für solche Fälle. Ihr könnt auch rote Beete aus dem Glas nehmen oder die eingeschweißte. Mit der frischen rote Beete schmecken die Muffins aber am besten. So. Jetzt wird geraspelt. Rote Beete ist übrigens sehr, sehr gesund. Also gerade Frauen sollten viel rote Beete essen. Es fördert nämlich die Blutbildung, hat Eisen, Kalium, ach und noch so viel anderes. Und außerdem schmeckt sie so gut. So, das sind jetzt ungefähr 200 Gramm. Man muss es da nicht so genau nehmen. Jetzt mache ich den Teig erstmal fertig. So, und dazu brauche ich noch eine Schüssel, da nehme ich gleich eine richtig große. Denn zum Schluss wird alles zusammengemischt. Zuerst verrühre ich die 3 Eier. Dann gebe ich den Joghurt dazu. Das mixe ich alles leicht zusammen. Zu den Eiern und dem Joghurt gebe ich jetzt schon mal Thymian. Der duftet einfach wahnsinnig gut. Ich finde, der passt auch hervorragend nicht nur zum Bacon, sondern auch zur roten Beete. Beim Backen gehen ja ab und zu so ein paar Aromen verloren oder werden so ein bisschen flüchtig. Deshalb gebe ich hier ordentlich Thymian rein, damit es auch schmeckt nachher. So, jetzt gebe ich zu dem Ganzen noch Öl dazu. Ich nehme das aromatische Olivenöl. Wer das nicht mag, kann zum Beispiel auch Raps- oder Sonnenblumenöl nehmen. Nun wandern auch die trockenen Zutaten in die Schüssel. Als erstes die Haferflocken. Und jetzt kommt Mehl rein. Ich habe jetzt hier nicht nur weißes Mehl, sondern ich werde auch noch Dinkelmehl reingeben. Das ist so ein bisschen griffiger. Es schmeckt auch so ein bisschen ja, irgendwie brotiger. Also ich mag es total gerne. Es ist halt auch ein kleines bisschen gesünder als nur weißes Mehl. Ich gebe schon mal ein bisschen Backpulver dazu. So. Dann kann man das so ein bisschen mischen. So ist das Backpulver dann immer schon so ein bisschen verteilt im Mehl. Dann hat man nicht irgendwo eine Stelle, wo ganz viel Backpulver ist, weil das auch gerne mal klumpt in der Flüssigkeit. Und dann geht vielleicht ein Muffin nachher schief auf. Also alles schön vermischen und auch gründlich einrühren. Dann ist nachher alles gerade an der Muffinfront. Jetzt kommen in den Teig die rote Beete raspeln. Die sehen fantastisch aus. So, die wird jetzt untergerührt und dann kommt gleich der Bacon dazu. Genau, hier, wenn ich so auf dem Schiff bin, ne, da sieht das ein bisschen aus wie Lapskaus. Mmh, auch lecker. Auch mit roter Beete. Sind allein schon die Farbe macht Appetit. Und jetzt kommt der Bacon. Den gebe ich aber nicht hier rein, sondern den werde ich vorher so ein bisschen anbraten. Dazu muss ich in meiner Kombüse nur ein paar Meter nach Steuerbord. Gebacken wird natürlich nachher auf Backbord. Das ist ja wohl klar, oder? So, ich gebe jetzt nichts weiter in die Pfanne, nur den Bacon, dass er so ein bisschen kross wird. Der hat ja selber schon Fett, da muss man gar nichts dazugeben.
Und ganz wichtig ist, je nachdem, was man für Bacon nimmt, Bacon an sich ist ja schon ein bisschen salzig, deshalb werde ich den erst fertig braten, in den Teig geben und dann vorsichtig ein bisschen naschen und gucken, ob man dann noch Salz dazugeben muss. Mmh, gebratener Bacon, das ist mein Parfum. Ich würde es nicht ganz zu kross machen, denn das Ganze kommt ja natürlich noch in den Backofen und so ein bisschen saftig muss es noch sein, wenn es in den Teig kommt. Deshalb kommt er jetzt so, also wenn der Speck so ein bisschen glasig ist, ne, und das andere so leicht angezogen hat in der Farbe, deshalb kommt er jetzt so in den Teig. Das ist sozusagen die Hochzeit von Brot und Fleisch. Ach, ein feierlicher Moment. Einmal kurz untermischen, das kann man auch mit einem Löffel machen. Ein bisschen. Und ein bisschen Pfeffer kann auch noch rein. Frisch gemahlener Pfeffer ist am besten. Der hat so richtig schön Wumms. So, das Ganze nochmal richtig schön untermischen und dann kann man es auch schon in die Muffinförmchen geben. Man kann natürlich kleine Muffins machen, aber wenn man wirklich ein bisschen Appetit hat zwischendurch, dann dürfen die ruhig etwas größer sein. So, jetzt gebe ich den Teig da rein. Vorher habe ich noch schnell Papierförmchen in die Mulden gelegt. Jetzt kommen die Muffins in den Ofen bei 200 Grad für so 20 Minuten. Ich finde, ein Tag auf dem Wasser ist wie 3 Tage Urlaub an Land. Da ist immer Erholung in Sicht. Und wenn dann noch leckere Snacks dazukommen, Es hat doch gerade geklingelt. Och, hier duftet's. Herrlich. Sehen die nicht großartig aus? Rausholen, damit die abkühlen können. Umso schneller kann man sie nämlich essen. Und ich finde, so ein kleiner Snack ist doch wirklich was Feines. Oh, die duften. Man könnte jetzt das Ganze natürlich noch so aufschneiden, noch mal eine Scheibe Bacon dazwischen legen, noch mal eine rote Beete dazwischen legen, Spiegelei drauf, Käse drauf, wieder zusammenklappen und als Burger essen. Aber allein so sind sie schon ein toller Snack. Hi. Also großartig. Man hat die Saftigkeit durch die rote Beete. Und den Bacon dazwischen. Eine richtige Mahlzeit als Snack. Perfekt. In diesen rote Beete-Muffins ist alles drin, was den kleinen Hunger stillt. Ganz einfach zu machen und auch ein perfekter Reisebegleiter, egal ob auf dem Wasser oder an Land.